Training und Interview mit Matthias, ne? Und so weiter. Zieht's euch rein im Video jetzt. Viel Spaß damit. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Matze und ich trainieren heute ein bisschen und dann gibt's ein Interview. Komm ins Gym. Wird spannend. Das Training ist jetzt durch und ich habe mir den Matze mal geschnappt und wie bisher auch mit Nico und mit Marcel gibt es natürlich ein paar Fragen. Aber erstmal für diejenigen und für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand Matze noch nicht kennt. Matze, stell dich doch mal vor, bitte sag mal, wer du bist, was du so tust. Ich bin Matze, Mr. 300 Kilo Kreuzhebel-Spezialist. ich habe mit Daniel zusammen den Vorstand von Schwerathletik Hamburg quasi bestellt. Mache jetzt Powerlifting seit, 6 Jahren. Aktiv Wettkämpfe seit Dezember 2017. Hab vorher auch ein bisschen trainiert. Die Geschichte ist aber zu lang, als dass ich das jetzt erzählen wollen würde. Und ich glaube, Daniel hat jetzt die Fragen. Jo, dann wie immer, ich habe auf Instagram ein paar Fragen gestellt. Wir gehen da einfach mal durch, ist ein bunter Mix. Und fangen wir mal mit dem ersten Thema an, finde ich großartig. Wann hörst du endlich mal schöne Musik? Ich höre ständig schöne Musik. Das Leben beginnt halt ab 150 BPM und wird erst spaßig ab 200. Für die, die es nicht verstanden haben, lernt es einfach. Quatsch. Ich tue gerne so, als würde ich nichts anderes außer dieser Musik hören, was eigentlich Quatsch ist, weil ich höre die Musik vielleicht ein Viertel der Zeit. Also wenn ich kann, höre ich eigentlich einen ganzen Tag Musik, höre einen halben Tag Reggae, höre auch Oldschool-Hip-Hop, allen möglichen Kram. Ich höre sogar Schlager. Quatsch, nein. Klassik. Das spielt jetzt im Morgen. Nee. So ein Schlager ist Titel. Nein. Ja, wenn man die Musik nicht versteht, dann braucht man sie sich auch nicht anhören. Ich verstehe sie auf jeden Fall nicht. Aber wir bleiben bei dem Thema. Lüge, Lüge. Es gibt ein Beweisvideo. Ja, das stimmt. Aber verstehen tue ich das trotzdem nicht, was da passiert. Ist ja auch egal. Gibt es ein deutsches Wort für Hardstyle? Ja klar, der Hartstil. Nicht zu verwechseln mit dem Sprungstil. Ah.
Und dem Hartkern. Oh, okay. Da hätten wir. Und dem Rohstiel. Okay, wir bleiben mal dabei. Lieber Euphoric oder Abtempo? Abtempo. Ist jetzt kein Verhör, du kannst auch längere Antworten, kannst auch längere Antworten als einsilbig geben, aber nein, jetzt nicht. So, gut, ich glaube, zum Musikthema war es das. Wobei, wir haben bestimmt noch ein bisschen mehr zur Musik. Warte kurz. Welche Substanzen sind notwendig, um Hardstyle auf Dauerschleife hören zu können? Alle. Ja, okay. Alle. Okay. Gut, damit beenden wir das Thema Musik, glaube ich, jetzt wirklich. Da kommt nichts Sinnvolles bei rum, glaube ich. Kommen wir zum anderen Thema. Und ich glaube, jeder, der dir folgt, kennt es und weiß es. Du bist Diabetiker. Und demnach haben uns dort auch ein paar Fragen erwischt und erreicht. Und das ist natürlich, denke ich, für einige ein spannendes Thema. Gibt ja auch eine ganze Menge Leute in der Powerlifting-Szene, wo das so ist. Und eine der Fragen war, welches Nahrungsmittel hat am meisten Auswirkungen auf deinen Blutzucker? Die Frage ist auf mehreren Ebenen schwierig. Weil klar, alles, was viel Kohlenhydrate hat, da muss ich halt viel Insulin spritzen. Obvious. Ein anderer Punkt ist aber, dass jeder der Makronährstoffe, ist jetzt egal, ob Kohlenhydrate, Fett oder Eiweiß, irgendwie eine Auswirkung auf den Blutzucker hat. Und die Beschaffenheit, also die Verarbeitung dieser Nährstoffe, hat halt auch nochmal einen Einfluss. Das ist ganz besonders lustig, wenn man dann irgendwie einen durchgefrittierten Döner frisst mit doppelt Fleisch. So die ersten 3 Stunden nach dem Essen ist das noch okay. So, aber die Nacht danach wird halt einfach richtig wundervoll, weil der Zucker geht dann quasi unaufhaltsam hoch. Und man wird zu einer Blase aus Säure, die einfach nur raus will aus dem Körper. Kater inklusive. Ja, also das ist ein Thema, das man nicht irgendwie mal so kurz und knapp in 2 Minuten erklären kann, weil es hängt halt auch viel damit zusammen, wie man sich bewegt. Wie alt man ist, Stressfaktoren, allen möglichen Kram, zum Teil sogar Tageszeit, Jahreszeit. Im Winter ist das mit dem Zucker tendenziell schwieriger, weil es ist kalt und das Immunsystem arbeitet sowieso mehr und es ist weniger Sonne. Man schläft anders. Und das spiegelt sich halt alles auch darin wieder, wie einzelne Nahrungsmittel halt irgendwie wirken. Deshalb, also ich sag eigentlich meistens, dass Diabetes ist 80% Routine und ein bisschen Wissen. Und die letzten 20% sind einfach, what the fuck. deshalb ist die Antwort ist komplex und nicht ganz eindeutig, weil es spielen so viele Faktoren rein. Ja, du hattest ja auch mal auf Insta, hattest du ja auch mal so einen Tag oder schon als ein oder andere Mal so einen Tag geschildert, was du dann halt wann isst und wie sich das auswirkt und wann und wie oft du dann spritzen musst und so. Das ist auf jeden Fall echt, echt krass und da merkt man schon, dass das etwas ist, was wirklich den gesamten Alltag halt irgendwie bestimmt, ne? Bei dem Thema bleiben wir gleich und zwar, glaubst du, dein Diabetes schränkt deinen sportlichen Erfolg ein? Ganz klares Jein. Das Ja im Jein vielleicht ein bisschen größer. Klar, das ist eine Stoffwechselkrankheit. Wenn ich jetzt irgendwie akut mal irgendwie schlecht eingestellt bin mit dem Zucker, sei es, ich habe verschätzt, was ich gegessen habe, habe mich nicht so bewegt, wie ich gedacht habe, der Zucker entgleist entsprechend, irgendwo kommt ein Stressor her, ich bin irgendwie unterwegs im Verkehr und dann gibt es einen Unfall oder was, muss ich nicht mal selbst beteiligt sein, aber es ist halt irgendwas, was irgendwie so auf Anhieb stresst, da reagiert der Zucker halt drauf. In der Situation ist dann halt Sport erstmal sowas von zweitrangig. Weil jetzt mit einem Wert von 300 möchte ich nicht unbedingt Kniebeugen machen, wenn ich das Gefühl habe, aus allen Gelenken kommt nur Blut. Also als Glukosewert meinst du dann? Oder? Ja, der Glukosewert ist dann halt über 300. Ich weiß die Einheit nicht mal, Milligramm pro Deziliter, glaube ich. Es gibt 2 Skalen. Die eine ist halt groß, die andere klein. Egal. Nee, dann gibt es ja immer diese wundervollen Gerüchte, dass das irgendwie anabol wäre und keine Ahnung was. Das Problem ist, ich habe mit meinem Diabetologen tatsächlich mal über das Thema geredet und der hat einen bekannten, relativ erfolgreichen Gewichtheber mal betreut, der Diabetiker war.
Der meinte, ja, die hatten da mal auch irgendwie einfach mal so geguckt. Und dann meinte, ja, den hätten wir wahrscheinlich umgebracht, hätten wir das so gemacht, dass das irgendwie sonst sauber gewesen wäre. Bei der Aussage war ich dann auch komplett raus. Auf sowas habe ich keinen Bock. Auf der anderen Seite ist halt, der Diabetes zwingt einen quasi dazu, ein relativ beherrschten Alltag zu haben. Das ist halt so, ich kann nicht irgendwie mal einen Tag Urlaub nehmen vom Diabetes. Spritzen muss ich jeden Tag. Und wenn ich nicht tue, dann lande ich halt im Krankenhaus. Von daher dieses sich überwinden zu müssen, Sport zu machen oder irgendwie mal an die Grenze zu gehen, fliegen. Das habe ich halt über jetzt 18 Jahre einfach gelernt. Das ist für mich, ich brauche eigentlich nie Überwindungen dazu, mich irgendwie im Training ein bisschen zu schinden und so. Deshalb reagiere ich manchmal auch etwas verächtlich, wenn Leute übers Training mit der Hustle und der Grind irgendwie reden, weil man hat sich das ja ausgesucht zu trainieren und dann stellt man mal was dagegenüber, was irgendwie dafür sorgen würde, dass man stirbt, wenn man sich nicht dran hält. Ist die Frage, was mehr Grind ist und was mehr Hustle ist. Die Frage lasse ich dann mal so offen im Raum stehen. Nee, also es sind halt zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es halt körperlich manchmal scheiße. Allgemein ist es ein bisschen hinderlich vielleicht. Aber dafür habe ich halt dadurch viele Sachen gelernt, die ich einfach so ins Training übertragen kann. Ja, ist, denke ich, ein sinnvoller Übertrag oder eine sinnvolle Zusammenfassung des Ganzen. Also das hat natürlich auch immer mehrere Seiten. Finde ich auf jeden Fall eine sinnvolle Perspektive. Das Thema können wir mal abschließen mit einer lockeren Frage. Und zwar Traubenzucker oder Gummibärchen? Definitiv Gummibärchen. Ich könnte wahrscheinlich Haribo um Sponsoring fragen. Irgendwann kommt man einfach gegen diesen scheiß Traubenzucker nicht mehr gegen an. Und wenn man einen relativ aktiven Lebensstil lebt, dann braucht man ab und zu halt mal den Griff in die Tüte, um irgendwie Zucker reinzufrachten. Ich könnte natürlich jetzt auch irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Malto-Shakes oder irgendwas trinken, aber Weingummi schmeckt halt auch, ne? Ja. Gut, dann glaube ich, ist das mit dem Diabetes-Thema genug. Kommen wir mal zum sportlichen Thema. Hängt ja damit zwar zusammen, aber wir kommen mal zum sportlichen Thema. Wann machst du endlich schweres Bankdrücken? Ich sehe nie Gewicht auf der Stange. Hab ich vorhin. 125, habt ihr im Video gesehen. Richtig schwer. Nee. Kommt. Bankdrücken läuft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber es läuft. Ist die Geheimrezeptur? Jahrelang an einer kaputten Schulter rumdoktern, bis man endlich Bankdrücken an einer Position machen kann, in der man Kraft in die Stange überträgt und nicht nur Schwung. Das klang auf jeden Fall sehr wissenschaftlich. Mal eine Frage richtig off-topic aus dem Kontext. Kaiser Wilhelm oder Angela Merkel? Kaiser Merkel. Das sind großartige Fragen. Auch die Antworten gefallen mir sehr gut. So ausführlich heute. Herrlich. Erzähl eine Geschichte aus deinem alten Trainingskeller. Raftel. Kurzer Zusammenhang. Raftel ist mutmaßlich bei einem Manga, Anime, je nachdem, was man bevorzugt, ist die letzte Insel, auf die gesegelt wird. Raftel ist aber eigentlich eine falsche Interpretation von dem Namen. Es ist Laftel. Die Geschichte vom Lachen. Wer die Serie One Piece nicht kennt, der wird damit überhaupt nichts anfangen können. Wer die Serie One Piece kennt, wird vielleicht Oha denken oder auch mir doch egal. Eine Geschichte aus meinem alten Keller. Ich glaube, das Rack übrigens, was ihr da seht, das ist eine gute Geschichte. Neben Matze, das ist aus seinem alten Keller. Dieser Gerät hier. Genau. Ich glaube, ich habe in meinem alten Keller mehr auf der Bank gedrückt als jemals irgendwo sonst. Und ich habe seit mehr als 2 Jahren nicht mehr in meinem alten Keller trainiert. Perfekt. Ich glaube, mit der Geschichte lassen wir das einfach mal so stehen. Gibt es noch irgendwelche spannenden Ziele für die nächsten Wettkämpfe? Also ich wurde ja quasi öffentlich dazu gezwungen, 325 auszurufen als nächstes Ziel beim Kreuzheben. Ich mache da draus natürlich 325,5. Weil wenn Pascal mir meinen Rekord im Kreuzheben in der 390er in Norddeutschland wegnehmen will, dann wird er ja wahrscheinlich 325 drauflegen. Einfach, weil es schön aussieht.
kann man nicht drüber streiten. Ja, dann muss ich halt mehr machen, ne? Wohl wahr. Ja, Bankdrücken, halt stärker werden. Großes Thema. Ja. Beuge? Ja, Kniebeugen. Ich glaube 240 Ende des Jahres sollten drin sein. Hängt halt immer alles davon ab, wie durchgängig ich trainieren kann. Das ist dieses Jahr nicht immer so ganz einfach. So eine leichte Nebenwirkung vom Diabetes auch jetzt gewesen, die ich aber nicht allzu breit treten will, weil das ist das erste Mal, dass das in meinem Leben aufgetaucht ist. Das ist so speziell, dass... Ja, ich glaube, ich habe mir dann aufgeschrieben, dass das irgendwie so knapp über 700 Kilo im Total gewesen wäre. Da dieses Jahr aber einfach keine Wettkämpfe mehr stattfinden werden, glaube ich nicht. Und wenn, wohl eher kleine, wo ich mich dann eher nicht so aufreiben würde, sondern versuchen würde, irgendwie als Vorstand von Hamburg mitzuwirken. Ja, Ziele sind dann eher fürs Gym. Rekorde im Gym zähle ich nicht. Entsprechend kommen die dann nächstes Jahr. Perfekt, dann würde ich sagen, beenden wir das hier an der Stelle. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ansonsten schreibt Matze bei Insta. Und dann würde ich einfach sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.